So, wir haben mittlerweile eine Stärke von 690. Das ist fantastisch. Ach Quatsch, nee, von 249. Construction 690 complete. Ist unsere Schiffswerft. Da hat der Graf von Gnitz nun mal kurz die Zahlen verwechselt. Kann vorkommen. So, das Konstruktionsschiff hier oben. Anomaly detected. Sollen wir denn hier oben weitermachen? Hier oben sind auch nochmal schön Energy Credits, Mineralien. 4 Handelswert sogar. Also hier oben würde es auch Sinn machen, was aufzubauen. Ja, das System hier vorne wäre auch noch interessant. So als kleiner Haltepunkt quasi, wenn hier von zwei Seiten jemand kommt. Aber ich wollte eigentlich noch hier reingehen. Aber das kann dann, das kann er machen hier. Das macht er. Dann geh du doch mal hier hoch. So, einmal bitte erforschen. Ich sehe gerade, hier unten fehlen noch die Stationen hier, die Bergbau- und Forschungsstationen. Technology discovered. Der Wiki gibt es den Eintrag nicht mal mit dem unterirdischen Ozean, okay. So, die Hydrokultur ist durch, das heißt, die kann dann gleich mal in der Kolonie angegangen werden. Wachstumsgeschwindigkeit nochmal erhöhen. Gewährt einen Pauschalbetrag an Einigkeit, die planetare Vereinigung. Monatliche Einigkeit 5% mehr. Boah. Können wir gerne machen. So, hier vorne habe ich gesagt, die Hydrokultur. Ich dachte eigentlich, dass die Hydrokultur auch basierend auf den Landwirtschaftsdistrikten einen Bonus generiert. Job als Landwirt. Verwechsel ich da was? Ich dachte eigentlich, das ergänzt sich quasi. Na gut. Also hier unten müssen wir noch uns ausbreiten. Dann gehen wir jetzt einfach hier runter, machen hier oben Boyboss auch noch zu. Wir bekommen nochmal Einigkeit und Legierung. Sehr schön. Während der Erkundung von Etnit entdeckte die Itrambun Überreste einer automatisierten Schiffswerft. Mindestens 1000 Jahre alt und scheint unter schwerem Raketenbeschuss gestanden zu haben. Spezialprojekt automatisierte Schiffswerft reparieren. Log updated. Okay. Das hört sich richtig gut an. Wir brauchen dafür ein Konstruktionsschiff. Das ist hier unten. Aber da kommt ja unser Kollege sowieso dann runter. Ne? Der geht jetzt hier rüber und baut sich jetzt den Weg hier runter bis nach Etnit. Und dann passt das schon, wollte ich gerade sagen. Feindflotte ausgewichen. Erstkontakt in Beera. Guck mal, Beera. Wo ist Beera? Hier unten. Ah, wieder diese Space-Amöben. Weltraum-Amöben. Mutter und 4 Kinder. 680. Die gleich immer so aggressiv sind. Hier wäre eine Ozeanwelt. Ich glaube, da könnten wir vielleicht sogar kolonisieren können. Aber erst, wenn wir die Amöben entfernen. Das heißt, unser Raumschiff hier wird weiter erkunden. Wird hier hoch erkunden. So, letzter Eintrag für die Ausbreitung. Das heißt, wir bekommen einen Aufstiegsvorteil. Guck mal. Söldner-Enklaven brauchen wir nicht. Bombardierungshaltung, Überfall brauchen wir nicht. Einflusskosten für Ansprüche und Sternbasen reduziert. Das wäre schon mal ganz ordentlich. Forschungsgeschwindigkeit 10% ist richtig gut. Ah, das hätte ich schon ganz gern. Der technologische Aufstieg ist schon sehr... Ist schon sehr gut. Dann gemeinsame Vision erhöht die Einigkeit, Dienstleistung, Anziehung von Regierungsethik. Das mit der Ethik wäre auch nicht schlecht, ne? Dann, ich glaube, das würde dann auch die Fraktion betreffen.
Dann Beherrschung der Natur. Das wurde mir mal nahegelegt, weil diese Entscheidung, ne, Meister der Natur, dann nochmal die Distrikte erhöht. Reichsgröße von Planeten 50% weniger. Sind aktuell bei 48 von 100. Erlassfonds. Fähigkeitsstufe für Anführer. Naja. Also ich hätte jetzt gesagt, entweder den technologischen Aufstieg oder die gemeinsame Vision. Ich würde sagen, ich nehme normalerweise immer den technologischen Aufstieg. Oder fast immer. Weil einfach diese Forschung, die 10% einfach so unfassbar gut sind. Dahingehend, dass wir aber die Gnitznoer heute spielen und die Gnitznoer ja sich selbst sehr verbunden sind, würde ich mal sagen, wir nehmen die gemeinsame Vision. Wahre Einheit wird nur dann erreicht, wenn die ultimativen Ziele einer Nation und ihrer Bevölkerung identisch sind. Schließlich kann ein Haus, das mit sich selbst uneins ist, nicht bestehen. Okay. Mal gucken, ob sich das irgendwie hier auswirkt auf die Zahlen hier. 60, 69 steht jetzt hier. Ob sich da dann irgendwas tut. Technology discovered. So, Forschungsgeschwindigkeit nochmal erhöht. 5%. Es wäre vielleicht mal ganz gut, jetzt hier in diese Upgrades rein zu forschen. Wir haben nur noch 3 Jahre, bevor hier Besuch kommt. Ich weiß nicht, wie groß diese Flotte sein wird und ob die uns angreift, diese Eintreiber. Aber wir sind momentan noch sehr, sehr... Wir schießen quasi noch mit Papierkügelchen momentan. Leider. Hey, Shadow Gaming. So, erst Kontakt. Da können wir ja jemanden reinsetzen. Den Tetran können wir reinsetzen. Der wird mal die Weltraumamöben entsprechend begutachten. Survey complete. Ah, jetzt verstehe ich das. Hier gibt es die Einblicktechnologie. Sobald wir genug Einblicke gesammelt haben und auf ein bahnbrechendes Ereignis stoßen, haben wir genug Daten für eine neue Einblicktechnologie gesammelt. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass diese Einblicktechnologie das ist, was man hier von denen bekommen kann und die relativ gute Werte haben, diese Sachen, diese Technologien. Bin sehr gespannt. So, du bist hier oben fertig. Kannst du hier oben genau automatisch mal erkunden. Das ist okay. Und ansonsten... Also hier unten bei der Fraktion hier, da hat sich nichts getan mit 60, 69. Na gut. Erstkontakt in Lennig. Wo bitteschön? Hier oben. Ach, das ist ja nur ein... Wahrscheinlich irgend so ein Händler oder sowas. Na gut. Jetzt wäre natürlich ein weiterer Abgesandter ganz gut. Aber wir bauen natürlich weiterhin das Spionagenetzwerk auf. So, das Konstruktionsschiff hier ist fertig. Wir bauen uns unsere Stationen und hier unten dann die Basis. Dann, du bist fertig, das heißt, du kannst... Jetzt fährt der zum automatischen Erkunden hier hoch. Ja, wir werden erstmal hier unten erkunden. Wir gehen erstmal hier rüber zum Erkunden. Schauen mal, ob das hier eine Sackgasse ist. Hier unten kommt wahrscheinlich nicht mehr viel und dann gehen wir hier oben weiter. Hey, liebe Bo. So, weitere Ressourcen zurückgewonnen. Sehr schön. Wieder Einigkeit und Legierung. Ich habe das Gefühl, wir bekommen nur Einigkeit und Legierung. Ich hätte gehofft, da kommt ein bisschen mehr Abwechslung rein. Wir haben noch eine Schiffstrümmer-Beseitigung. Und dann war es das. Schon wieder Erstkontakt. Wo denn? Mit einer mysteriösen fremden Spezies? Aber wo denn? Ah, oh, eine Reliktwelt hier oben. Das sieht ja schon mal ganz ordentlich aus.
Trambodon wird von einer zerfallenen Maschinerie bedeckt, die vor 70.000 Jahren gebaut wurde. Das Schicksal der außerirdischen Ingenieure, die es gebaut haben, ist unbekannt und sicher ist nur, dass sie den Planeten nicht mehr bewohnen. Die Maschinen erstrecken sich über den Großteil der Oberfläche des Planeten inklusive Berge, Ozeane und sogar weit unter die Oberfläche und sind in einem riesigen Netzwerk unterirdischer Anlagen miteinander verbunden. Bemerkenswert ist auch, dass sie aus den gleichen Materialien und mit denselben Schaltmustern aufgebaut wurden, was darauf hindeutet, dass eine einzige Institution oder Individuum das gesamte Netzwerk erstellt hat. Von den längst überwachsenen landwirtschaftlichen Sektoren über die zusammengebrochenen Energieerzeugungs- und Umwandlungssysteme bis hin zu umfangreichen Kommunikationsarrays wurden die gesamte Industrie und die Unterhaltungsbedürfnisse der verschwundenen Bewohner dieses Planeten offenbar von dieser einen Supermaschine erfüllt. Bemerkenswert ist, dass einige dieser mechanisierten Sektoren noch funktionsfähig sind und lokale Signale senden und empfangen, riesige Geisterstädte zum Leuchten bringen und große Teile des ehemals landwirtschaftlich genutzten Landes bewässern. Tiefen Scans der Erdkruste des Planeten lassen vermuten, dass sich das Kontrollzentrum der Maschine unter der Erde befindet. Wir müssen eine Ausgrabung vornehmen, wenn wir sie erreicht wollen. Wenn das organische Gewebe, was das organische Gewebe anbelangt, das den größten Teil dieser planetaren Maschine abdeckt. Unser Wissenschaftsteam hat bislang seinen Zweck noch nicht erkannt und ist von seiner Natur verblüfft. Das ist gar nicht mal schlecht. War das jetzt hier oben? Oder wo war das jetzt? Ja. Das heißt, wir können hier relativ schnell hochgehen zu dieser Ausgrabungsstätte. Und hier ist auch ein Planet, den wir dann wahrscheinlich sogar besiedeln können. Das sieht doch schon mal ganz vielversprechend aus. Aber wir spielen eine Menschenrasse, Shadow Gaming. Und wir haben den Ursprung Rückzahlung gewählt. Wir wurden quasi unterjocht, haben uns jetzt befreit und schlagen jetzt zurück. Genau. So, beim Eintritt ins Bera-System haben unsere Sensoren seltsame Messwerte empfangen. Zuerst wurden diese als hochgejubelte Asteroiden abgetan, doch die Lage änderte sich rasch, als man entdeckte, dass diese Wesenheiten aggressiv auf Bewegungen im Raum reagierten, selbst auf große Entfernung. Eine weitere Beobachtung dieser Wesen, vorzugsweise aus sicherer Distanz, ist ratsam. Das macht jetzt hier, sind das jetzt die Weltraumamöben oder wer ist das jetzt hier? Ei, was wir schon alles im Situationsprotokoll haben, Mensch. So, Schuldeneintreiber 2215, ne? Ja. Survey complete. Da bin ich mal gespannt. Ich hoffe, die machen mir nicht den Durchgang kaputt. Das wäre gemein. Wir brauchen mehr Schiffe. So, wir gehen mal in den Flottenmanager, weil wir hier Befehlslimit 11 haben. Wir machen hier mal alles voll mit Korvetten erstmal. Und werden sämtliche Legierung jetzt investieren. Damit wir hier unsere Flottilla aufrüsten. Aufbauen quasi. So. Gouverneur Kettel hat eine neue Eigenschaft bekommen. Anpassungsfähig. Sehr gut. Anomaly detected. So, er baut immer noch das Spionagenetzwerk aus und wir haben immer noch Dalet, deinen Erstkontakt passt auch. So, die inneren Echos, das ist hier die zweite Ausgrabungsstätte. Durch die Sonarkartierung, die wir eingesetzt haben, um eine Darstellung des riesigen unterirdischen Netzwerks zu erhalten, wurde schließlich klar, dass alle Höhlen miteinander verbunden sind. Wir haben ein riesiges Netz von Tunneln entdeckt, das die gesamte Oberfläche dieser Welt kreuz und quer durchstreift. Es gab noch zwei weitere Entdeckungen von bemerkenswerter Bedeutung. Die erste ist, dass das Tunnelsystem keine natürliche Formation ist, sondern von einer gewaltigen, gigantischen Kraft ausgegraben wurde. Die zweite Entdeckung ist noch besorgniserregender. Seismografische Daten belegen, dass dort noch immer etwas bohrt. Dun, dun, dun. So, Konstruktionsschiff hier oben. Du sollst eigentlich hier einen Außenposten bauen. Aber dann wirst du hier oben wahrscheinlich erstmal nicht weiter bauen. Sondern dann werden wir uns erstmal hier rüber begeben. Zu diesem Planeten. Ich spare mir das immer mit kleinen Schiffen und warte, bis ich Schlachtschiffe kann.
Aber dann hast, da hast du aber lange keine Schiffe dann. Bis du die Schlachtschiffe erforscht, vergeht aber einiges an Zeit. Block erklärt. So, letzten Ressourcen zurückgewonnen. Nochmal Einigkeit und Legierung. Das heißt, wir gehen gleich nochmal hier rein. Wir brauchen auf alle Fälle noch einen... Oh, was habe ich jetzt geklickt? Ein Anführer. Der diese Flottille anführt. Solarsegler. Wir haben das Wrack eines alten Raumschiffs gefunden. Er stellt eine archäologische Stätte des Typs Flaschenpost auf Canadrius. Weiß irgendjemand, wo Canadrius ist? Hier oben. Also ein altes Raumschiff gefunden. Es weist eine äußerst ungewöhnliche Bauart auf. Anstelle eines Antriebs, der dem von modernen Schiffen ähnelt, hat das Schiff große Segel, die im Vakuum des Weltraums entfaltet werden können. Vermutlich nutzt das Schiff die Sonnenenergie und lässt sich von den durch das Sternenlicht erzeugte Sonnenwind treiben. Ja. Oh, wir haben so viel vor und so wenig Leute, die das alles machen können. Wir brauchen eine neue Tradition jetzt. Die Anpassung. Die Anpassung würde unsere Planeten ein bisschen verbessern. Diplomatie sparen wir uns. Wobei wir hier schon, wenn wir das nehmen würden und einmal freischalten würden, würden wir nochmal einen Gesandten dazu bekommen. Das wäre schon gar nicht so verkehrt. Also, dass man hier quasi in die Diplomatie reingeht für den Gesandten. Dann Entdeckung. Forschungsgeschwindigkeit für Anomalien erhöht. Boah. Boah, hier gibt es auf alle Fälle aber auch nochmal Forschungsgeschwindigkeit 10% bei Abschluss. Erkundungsgeschwindigkeit, Rückzugschance gibt es hier. Dann Forschungsalternativen, Forschungssubvention, Produktion der Forschungsstation erhöht. Erfahrungszuwachs für Anführer. Ah, Entdeckung ist schon auch ganz ordentlich. Dominierung. Vielleicht etwas, das uns jetzt in einem Jahr in der Schlacht hilft. Wenn es denn eine gibt überhaupt. Wahrscheinlich voll das enttäuschende Event jetzt dann. Vielleicht kommen sie auch nur und geben uns Bescheid, dass in weiteren 5 Jahren dann der Gerichtsvollzieher kommt. So, Dominierung. Harmonie. Ja, die Gnitznor sind schon harmoniebedürftig. Aber das bringt uns halt aktuell noch nichts. Merkantil würde ich auch sagen. Das wäre halt hier Sammelreichweite, wäre schon ganz nett. Politik gibt auch nochmal einen Gesandten. Und zwar schon bei der Annahme, ne? Wohlstand, Produktion der Bergbaustation, das wäre richtig gut. Ich glaube, Wohlstand ist ein Favorit aktuell. Wir gucken mal, ob wir noch was finden bezüglich unserer Flotten. Flottilla ist natürlich nicht Flotten. Vorherrschaft, Flottenkapazität, Armeeschaden. Armeeschaden, nicht das, was ich haben will. Flottenkapazität, Unterhalt der Schiffe, Schaden... Feuerrate der Schiffe. Also wenn, dann müssten wir hier reingehen. Feuerrate der Schiffe. Unnachgiebig. Sternbasen verbessern. So richtig für die Flotten, die Flottillas, gibt es hier aber nichts, oder wie? Cyborg-Unterhalt brauchen wir nicht. Genetik. Also ich sehe hier nichts außer... Die Vorherrschaft. Vorherrschaft gibt uns Flottenkapazität und Armeeschaden. Und Abschluss gibt uns die Kriegsdoktrinrichtlinie. Aha. Aber lohnt sich das denn wirklich? Ich meine, Baugeschwindigkeit, Baukosten ist schon ganz ordentlich. Unterhalt ist auch nicht schlecht. 10% weniger. Ich glaube schon. Die Frage ist, ob wir überhaupt hier reinkommen in einem Jahr. Und ansonsten, also Vorherrschaft, merkt euch mal, und Wohlstand, das sind so die Sachen. Vielleicht, dass wir erstmal hier, wir nehmen mal die Vorherrschaft.
und gucken mal, ob wir reinkommen und dann wechseln wir vielleicht doch noch auf die Wirtschaft. So. Alle haben was zu tun, das passt. Hier oben ist ein Arbeitsloser. Das heißt, was brauchen wir denn? Also Nahrung wird auf dem anderen Planeten gemacht. Wir gehen mal hier ein bisschen auch in den Industriedistrikt. Und vielleicht noch ein bisschen in den Generator. Aber so Legierung, glaube ich, ist gar nicht verkehrt. So, du bist schon fertig. Vollständig ausgegrabene archäologische Ausgrabungsstätte. Wir haben die vollständige Kontrolle über die Systeme des verlassenen Kriegsschiffs erlangt. Ach, das ist ja unsere Hauptausgrabungsstätte. Wir müssen nun entscheiden, was wir damit machen wollen. Je nach unseren Bedürfnissen können wir es für den Krieg oder die Forschung nutzen. Dies ermöglicht uns, das Kriegsschiff in ein Flaggschiff oder ein Habitat umzufunktionieren. Log updated. Puh. Das ist natürlich sehr enttäuschend, dass man hier die Wahl jetzt hat. Sehr schwierige Lage, das sage ich euch. Sehr schwierig. Ich habe jetzt ein Forschungsschiff hier, das nichts zu tun hat. Wir haben hier ein Forschungsschiff. Wir könnten hier noch rüber. Und erkunden. Schickt euch mal hier hoch. Und dann müssen wir den Slot auch noch machen. Nahadu ist auch ganz begeistert. So. Also, wir haben ein Spezial- oder zwei Spezialprojekte jetzt bekommen, wenn ich das richtig gesehen habe. Genau, Umbau zum Flaggschiff oder Umbau zum Habitat. Bei Umbau zum Habitat. Das Kriegsschiff wird für die wissenschaftliche Forschung umgerüstet. Nach der Reparatur wird dieses ehemalige Instrument des Todes vollständig in ein funktionierendes Habitat umgewandelt sein, das die Geheimnisse der SIM-Technologie aufdecken wird. Oder das Kriegsschiff wird das Juwel unserer Flotte sein. Wir werden das Kriegsschiff reparieren und zu einem Flaggschiff umfunktionieren, das als mobile Werft fungieren kann. Ja, was meint ihr denn jetzt? Der Matze hätte das Habitat genommen. Shadow Gaming sagt das Flaggschiff. Das ist jetzt die Qual der Wahl, ne? Oh, wir brauchen ja hier einen Wissenschaftler, keinen Konstrukteur. Das heißt, der kann ja doch hier bleiben dann. Puh. Ja, wir können unbedingt. Ich weiß nicht, ob da eine Bedrohung kommt. Das ist ja die Frage, ob da jetzt 2015 eine Bedrohung kommt. Das Habitat ist bestimmt auch nicht schlecht, ne? Was man da alles reinpacken kann. Habe ich 2015 gesagt? Ich meine natürlich 2215. Aber ich will auch Flaggschiff machen. Ja, wir machen das Flaggschiff. Kann ich jetzt hier, wie kann ich denn das jetzt entscheiden? Ich habe ja jetzt hier nur einen Slot, ne? Wenn ich jetzt mein Schiff hier reinsetze, Projekt erforschen. Aber was erforscht er jetzt? Welches Projekt erforscht er jetzt? Wenn der jetzt anfängt zu erforschen. Umbau zum Flaggschiff. Wenn ich jetzt das Habitat haben möchte. Na gut, also er macht das jetzt 60 Monate. Das heißt, das wird uns jetzt nichts mehr helfen dann. Ich habe gehört, ein Jahr hat weniger als 60 Monate.